Berlin, Machtzentrale der Politik. Von hier aus wird Deutschland regiert. Bundeskanzlerin Merkel oder Westerwelle kennt jeder. Aber im Bundestag sitzen insgesamt 622 Abgeordnete und unter ihnen viele Nachwuchspolitiker. Wir begleiten 8 junge Menschen auf ihrem Weg zwischen Tagespolitik und Idealismus. Sie sind die nächste Politikergeneration. Für uns sind sie die Anpacker. Johannes Vogel, jung, liberal und seit 2009 Bundestagsabgeordneter für seine Partei, die FDP. Berlin, Hauptstadt, Metropole und die politische Bühne für Anpacker Johannes. Für ihn beginnt der Arbeitstag heute im Abgeordnetenbüro. Hey, hey. Hi Johannes, wir müssen gleich dringend über die Rede sprechen. Ja. Aber erstmal, Kerstin. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auf die Zeit. Ja, heute habe ich super viel, aber die nächsten Tage kannst du auch immer mal mitkommen. Das ist gut. Dann aber wir müssen jetzt ein bisschen quatschen. Schnell mal die Rede sprechen. Genau. Viel Spaß. Danke. Man kann sich seine Mitarbeiter selber aussuchen. Man kann selber entscheiden, wie man einstellt. Es bewerben sich, wenn man neuer Abgeordneter ist, bewerben sich ganz viele Leute bei der Fraktion oder bei einem. Also man hat einen Stapel von Bewerbungen auf dem Tisch. Aber ich habe letztlich Mitarbeiter mir besorgt, die ich schon länger kannte. Wenn ich richtig verstanden habe, soll ich doch vor allem was dazu sagen zu Faktoren, wie man junge Leute dazu bringt, ins Sauerland zu ziehen. Im Sinne von Zuwanderung innerdeutsch, oder? Das ist richtig, das ist auf jeden Fall nicht. Das nennt man Teamwork. Johannes wird von seinen Mitarbeitern in die aktuellen Themen eingearbeitet. Auch ein Politiker kann sich schließlich nicht in jedem Fachbereich 100%ig genau auskennen. Ich glaube, ohne gute Mitarbeiter könnte man als Abgeordneter seine Arbeit gar nicht machen. Also erstens, weil man sich so schnell in so viele Themen reinarbeiten muss, das kann man gar nicht alles selber lesen. Und zweitens, wenn man permanent auch Termine hat, wo man mit Leuten reden muss, vor Ort sein muss, im Plenum des Deutschen Bundestags sitzen muss oder im Ausschuss sitzen muss. Und parallel können dann sozusagen die Mitarbeiter schon irgendwas recherchieren oder raussuchen. Und das wird es überhaupt nicht gehen. Ich glaube, wichtig ist, dass man als Abgeordneter trotzdem dann am Ende nicht einfach blind übernimmt, was seine Mitarbeiter einem aufschreiben, sondern sich selber reindenkt und eine Meinung dazu bildet. Der nächste Punkt auf Johannes' Tagesordnung, ein Termin bei den jungen Liberalen, kurz Julis. Dort ist Johannes Ende 98 Mitglied geworden und war bis jetzt sogar der Bundesvorsitzende. Ich komme ja selber von den Julis, liegt die Organisation voll am Herzen, ist mir super wichtig, weil es einfach ganz, ganz viele, ganz unterschiedliche junge Leute sind, die mehr Freiheit in der Politik wollen, die einfach für ihre Überzeugung sich einbringen. Und das muss, glaube ich, so weitergehen. Und eine Jugendorganisation muss seiner Partei auch Dampf machen, auch mal kritisieren, auch der Fraktion, wo jetzt auch viele Julis sind. So, und das sollen die einfach fortsetzen. Wie ist denn das eigentlich mit Integration? Das ist ja jetzt gerade mega in den Medien. Die Integration ist definitiv ein Thema, was uns als heißt, und wie du eben auch die Möglichkeiten siehst, da Themen auch ganz neu eben aus. Alles mehrmals gemacht und ist dann und auch, wie du jetzt so den Schutz auf jeden Fall beschäftigt. Also ich finde es natürlich sehr cool, dass Leute wie Johannes Vogel oder auch andere junge Bundestagsabgeordnete zu uns kommen, mit uns immer wieder das Gespräch suchen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Win-Win-Situation, weil beide Seiten davon profitieren können. Zum einen sehen wir, dass einer von uns, der mit uns aufgewachsen ist, der aus unseren Reihen stammt, sich nicht groß verändert hat. Klar, er sitzt jetzt im Bundestag und hat das Spektakel um sich rum, aber er ist immer noch auf dem Boden geblieben und er hat noch ein Ohr für uns, für unsere Anliegen, für unsere Belange. Für die Belange seiner Julis nimmt sich der engagierte Jungpolitiker Johannes gerne ausreichend Zeit. Ich finde es wichtig, dass sich junge Leute für Politik interessieren, weil wir einfach diejenigen sind, die hier leben in dieser Gesellschaft und die auch später hier arbeiten und einfach ihr Leben verbringen. Und deswegen müssen gerade wir uns darum kümmern, dass es uns eigentlich auch später dann dementsprechend gut geht. Ich glaube, es ist einfach super wichtig, dass auch junge Leute merken, dass in der Politik eben nicht nur Alte sind, sondern dass es Leute gibt, mit denen man reden kann, die zumindest nicht so weit weg sind, die vielleicht 5 Jahre älter sind oder so, aber wo es noch ungefähr eine Generation ist und man auch miteinander sich versteht, selbe Sprache spricht. Und das ist, glaube ich, einfach wichtig, weil sonst wirkt Politik auch so weit weg. Sonst wirkt es auch so wie sowas. Da habe ich keinen Einfluss, das geht mich nicht an. Das haben sowieso schon viel zu viele den Eindruck. Genau diesem Eindruck will Johannes entschieden entgegenwirken und verfolgt dieses Ziel konsequent. Auch Yvonne Plötz steht für ein neues Zeitalter in der Politik. Sie bezeichnet sich selbst als parlamentarischer Frischling. Ihre Partei, die Linke.
Kirsten neben ihrer Funktion als Bundestagsabgeordnete und Vertreterin ihres Wahlkreises beendet Yvonne zurzeit auch noch ihr Studium. Die 26-Jährige studiert Politikwissenschaften, Soziologie und Kunstgeschichte. Ich bin hier in der Bibliothek des Deutschen Bundestages. Derzeit versuche ich neben meiner Arbeit im Bundestag noch mein Politikstudium abzuschließen. Und ich muss jetzt meine Magisterarbeit noch schreiben. Ich bin mitten dabei. Es geht um die Jugendarmut, um Bewältigungsstrategien. Und das passt natürlich super zu meiner Arbeit auch hier im Bundestag. Das Thema Jugendarmut liegt Yvonne beruflich und privat am Herzen. Außerdem setzt sich die Junge Linke zum Beispiel für die Begrenzung von Managergehältern, die Einführung eines flächendeckenden Mindestlohnes oder auch die Beendigung der Bundeswehr-Auslandseinsätze ein. An Arbeit mangelt es der jungen Abgeordneten daher nicht. Und sie hat sich klare Ziele gesetzt. Also es war schon immer mein Traum, irgendwo eine Schnittstelle zu können, an der ich irgendwas verändern kann. Ich habe halt Ideen im Kopf, ich bin kreativ und ich will das verwirklichen können, was mir im Kopf rumschwirrt. Und ich glaube, ich bin jetzt an einem Punkt angelangt, an dem ich das auf jeden Fall kann. Man merkt aber auch, dass sich die Realität auch ein bisschen von dem unterscheidet, was man sich vorher vorgestellt hat. Man trifft schon hier und da einfach an Blockaden, an Barrieren, die schwer zu überwinden sind. Aber trotz allem ist es einfach wirklich ein wahnsinnig toller Beruf, den ich gerne noch länger ausüben werde, wenn ich das machen kann und machen darf. Dass Yvonne für ihre Projekte brennt, weiß auch ihr Mitarbeiter Stefan. Es ist eine sehr teamorientierte Arbeitsweise, die wir haben. Also Yvonne und ich kennen uns auch schon länger, seit 3 Jahren. Wir haben uns bei einem Kurs der Rosa-Luxemburg-Stiftung kennengelernt, haben da schon sehr viel zusammen gemacht. Und deshalb, also es ist, ist ein sehr kollegiales Verhältnis. Also sie ist jetzt nicht so eine Chefin, die einfach immer was anordnet, sondern wir überlegen uns dann bestimmte Themen und ich kann dann sozusagen auch Ideen einbringen. Und das gefällt mir ganz gut. Yvonne Plötz, eine selbstbewusste Anpackerin, die unverblümt sagt, was sie denkt. Michael Adam, Deutschlands jüngster Bürgermeister. Seine Mission für seine Heimat Bodenmais, die Stadt für Neues öffnen. Michael ist 25 Jahre alt und in der SPD. Seit 2 Jahren ist Michael mittlerweile Bürgermeister in Bodenmais und dort hat sich seitdem bereits einiges verändert. Aber auch an ihm persönlich ging diese Zeit nicht spurlos vorbei. Ich merke schon sehr deutlich, dass ich mich verändert habe, weil mir mein Umfeld diese Rückmeldung gibt. Also es ist so, dass die sagen, du kannst dich vielleicht oft gar nicht mehr richtig entspannen. Du bist immer unter Volldampf, bist auch sehr versiert, hast auch gelernt, klar zu sagen, was du willst. Also das konnte ich auch nicht von Anfang an. Aber es ist schon so, dass Leute sagen, hey, du solltest dich auch mal wieder entspannen oder so. Das fällt mir schon auf. Aber ich glaube, das geht einfach nicht, weil das ist wirklich ein Job für rund um die Uhr. Und da kann man sich dann sehr schwer ausklinken. Wenn Michael sich dann aber mal ausklinken kann, dann geht's für ihn ins Stadel. In dem Restaurant trifft er sich gerne mit seinen Freunden und dort geht's dann zünftig zur Sache. Ein Prosit der bayerischen Gemütlichkeit. Wenn man abends unterwegs ist, dann ist das zur Hälfte Entspannung, zur Hälfte geht es auch um Politik. Man trifft immer Leute, die über irgendwas diskutieren wollen. Jetzt gerade sprechen wir über irgendein Außenbereichsbauprojekt. Also Politik ist allgegenwärtig, das hat man wahrscheinlich, wenn man im Gemeindegebiet irgendwo unterwegs ist, immer. Doch damit kann der 25-jährige Bürgermeister aus Bodenmais bestens leben. Schließlich ist Michael Adam ein Politiker aus Leidenschaft. Das nächste Mal bei Die Anpacker. Wir haben sie mehrere Wochen begleitet. 8 junge Menschen, die sich aktiv in die Politik einmischen. Ob Nadine Schön oder Daniel Zimmermann. Wir begleiteten sie auf ihrem Weg zwischen Tagespolitik und Idealismus, privat und politisch. Unter der Kuppel des Berliner Reichstages oder auf der Straße. Florian Bernschneider. Oder Sven-Christian Kindler. Sie verändern Deutschland und wir zeigen euch noch einmal ihre besten Momente aus den vergangenen Wochen. Denn sie sind die nächste Politikergeneration. Für uns sind sie die Anpacker.